alle zusammen. Und zwar, das vorige Video war ja etwas chaotisch durch die Hämmerei von meiner Nachbarschaft. Und deswegen hatte ich jetzt das Bedürfnis, zu später Stunde das zu machen, wo ich das Gefühl habe, da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Und das ist auch super schnell gemacht. Wir machen jetzt einfach so Crumbles, also wie sagt man, Streusel, und dann mit in der Kombination mit Aprikosen. Da könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Und jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich jetzt schon wieder was Falsches sage. Ob ich jetzt noch die Aprikosen da habe oder habe ich die? Ja, doch, die habe ich noch da. Dass ich die schon mal jetzt benutzt hätte und weiß das auch nicht. Und zwar, der Ofen heizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Wir machen jetzt hier unsere Crumbles. Da habe ich auch schon alles drin, beziehungsweise mir ist gerade eingefallen, eigentlich könnte ich noch ein bisschen Vanillezucker dazu geben. Muss ich da nur noch auch ein Rezept reinschreiben. Hier mal noch ein bisschen Vanillezucker dazu. So. Und zwar, wir haben hier drin Moment, das ist für die Aprikosen, 30 Gramm Butter, 15 Gramm Zucker. Ich habe mich jetzt für braunen Zucker entschieden. Ihr könnt aber auch den weißen Zucker nehmen. Eine Prise Salz, 50 Gramm Mehl, 15 Gramm gemahlene Haselnüsse, da könnt ihr auch Haferflocken nehmen oder gemahlene Mandeln, je nachdem, was ihr gerne mögt. Und jetzt habe ich noch so einen Teelöffel Vanillezucker dazu gegeben. Und das tun wir jetzt einfach zu Crumbles verkneten. Und dann geben wir das nämlich aufs Backblech, dann kann das nämlich schon mal in den Ofen. Und dann müssen wir uns einfach nur noch um die Aprikosen kümmern. Und das ist wirklich so, so schnell gemacht. Und so ist der Plan. So, schon haben wir den ersten Teil erledigt. Gerade nur kurz die Hände noch mal trocken machen. Hier ist das Backblech mit Backpapier. Da geben wir jetzt unsere Crumbles drauf, Streusel. Und die dürfen jetzt dann, wenn der Ofen auf 200 Grad vorgeheizt ist, dauert noch kurz einen Moment, ich habe ihn eben erst eingestellt, ab in den Ofen. Die Streusel sind im Ofen. Wenn ihr das Ticken hören solltet, das ist die Eieruhr. Ja, ich habe jetzt Aprikosen aus der Dose, weil ich die Dose einfach schon so lange habe und irgendwann muss die auch mal benutzt werden. Ihr könnt aber auch einfach frische Aprikosen nehmen oder ja, was man halt mag. Dann haben wir hier in der Pfanne drin einmal so einen halben Esslöffel Butter. Das ist bei mir vielleicht ein bisschen mehr geworden. Dann einen halben Esslöffel Zucker. Diesmal habe ich einfach weißen genommen. Dann habe ich ein bisschen Orangenschalenabrieb genommen, aber das aus der Tüte. Eigentlich war Orangenlikör im Rezept, aber also ich muss mir jetzt kein Orangenlikör holen wegen einem Rezept. Das mache ich nicht und außerdem hatte ich da auch jetzt keine Lust drauf auf Likör. Aber das kann man natürlich durchaus gerne machen. Und weil ich diesen Orangenlikör nicht dran habe, habe ich einfach einen halben Esslöffel Wasser hinzugegeben. Das lassen wir jetzt einfach erstmal flüssig werden. Dann kommen die Aprikosen dazu und wenn dann die Crumbles fertig sind, kann man das Ganze auch schon schichten. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich es im Glas schichte oder ob ich es einfach auf dem Teller serviere. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Ein paar Minuten habe ich ja noch, mich da zu entscheiden. Und ja, so wie ihr sehen könnt, die Butter ist jetzt fast geschmolzen. Wenn ihr natürlich jetzt Aprikosen, also frische nehmen würdet, da muss man natürlich gucken, dass die halt durch werden. Bei mir sind die jetzt, wie gesagt, aus der Dose, daher müssen die einfach nur kurz einfach in dem Ganzen sieden, braten, brutzeln, sich vereinen. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder niesen. Oh Gott. So, okay, ich bin zu
zu arg drauf konzentriert. Ich muss doch nicht niesen. Ja, und jetzt lassen wir das einfach ein bisschen karamellisieren. So, es wird angerichtet. Ich fand es eben so lustig, wegen meinem anderen Video, wo das Geklopfe war mit der Fischfrikadelle, habe ich mit meinem Vater geschrieben, weil das Ding war, ich war in der Metro und habe mir halt Bücher geholt. Also, habe die halt gesehen. Also, es war jetzt nicht gewollt, dass ich die jetzt geholt habe. Nur ich habe die gesehen und habe ich dann... Also dort kann man sich dann auch hinsetzen, da habe ich ein bisschen rumgeschlagen und habe halt dieses Rezept entdeckt. So war das. Und da ich ja nicht so der Fischtyp bin, wusste ich jetzt nicht, wie man diese, so bei Nordsee sage ich jetzt mal, wie man diese Brötchen belegt. Ich wusste zwar immer irgendwie Remoulade ist dabei, aber jetzt nicht, ob man da noch Salat und Gurke oder so dazu gibt oder so, das wusste ich nicht. Hatte aber auch keine Internetverbindung, habe ich meinen Vater angerufen, dass er mir das mal sagen soll. Der hat sich dann aber erstmal schlau gemacht, weil er dachte, ich brauche ein Rezept für eine Fischfrikadelle. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss nur wissen, die Frikadelle weiß ich nur, was da im Brötchen noch drin ist und so. Und dann hat er mir das gesagt, dann habe ich danach geguckt. Und dann habe ich ihm halt vorhin geschrieben, ich so, oh Mann, ich war eigentlich so motiviert, das hat eigentlich alles so gut geklappt, nur das Gekloppe. Jetzt hat mein Vater das Video angeguckt, und ich glaube es ja nicht. Er hat dann einfach geschrieben, ach so, ja, ich finde das Geklopfe eigentlich, das ist doch eigentlich spannend. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Papa, Papa, sage ich nur, Papa, Papa, was ist mit dir los? Das hat sowas von genervt und dann sagt er, ach, das ist doch spannend. Nein, nein, nein. So, aber jetzt genug gelabert. Und zwar, die Aprikosen habe ich jetzt einfach 4-5 Minuten oder so in dem Ganzen geschwenkt. Hier unsere Crumbles, die waren 15 Minuten im Ofen. Da sage ich trotzdem immer gerne dazu, einfach ein bisschen nach dem eigenen Ofen schauen. Da die sich ja doch dann ein bisschen unterscheiden. Jetzt geben wir die dazu. Ich werde übrigens also da nicht wundern. Ich werde, weil es ja jetzt so ein Rezept ist für eine Person, obwohl die Crumbles ein bisschen viel sind für das Ganze, sehe ich gerade. Also weil es viel, ich finde, davon kann man nie zu viel haben, aber von den Verhältnissen her ist es doch ein bisschen mehr. Ich werde aber trotzdem das verdoppeln und in die Infobox schreiben, weil ich einfach denke, dass das vielleicht eher eine gängigere Portion ist. Also wenn man das für zwei macht, anstatt jetzt nur für ein. Deswegen wundert euch da nicht. Und jetzt werden wir gleich probieren. So, meine Gabel ist parat. Und was wollte ich noch sagen? Ja, also eigentlich war das Rezept auch aus meinem neuen Buch. Das war geschichtet in einem Glas. Aber irgendwie hatte ich jetzt heute einfach keine Lust, das zu schichten. Wenn ich manchmal ein bisschen komisch spreche, ist es auch, ich habe einen offenen Biss. Also sozusagen bei mir beim Sprechen geht immer die Zunge dann auch so durch die Zähne durch. Wurde ich nämlich auch schon mal kritisiert. Also man darf ja irgendwie nicht die falsche Nase haben oder sonst irgendwas. Und jetzt probieren wir mal. Ich bin mal gespannt, wie das zusammenmundet. Wie gesagt, Sahne könnte man sonst ja auch noch dazugeben, wenn man mag. Perfekt. Ach Gott, diese Crumbles. Ich könnte die allein so futtern. Aber es ist halt eine tolle Kombination, weil die Aprikosen sind natürlich total saftig. Das andere ist crunchy. Wenn man jetzt wirklich dann noch... Also ich würde es aber so machen. Also wenn ich schichten würde, würde ich nur oben drauf Sahne machen. Ich bin es aber am Überlegen. Also... Oder wenn ich es halt so anrichten würde, würde ich die Sahne beiseite lassen. Also sozusagen diesen Crumbles die Chance geben, dass die auch nicht zu matschig werden. Weil ich mag das halt gern, diese
Kombination zwischen diesem saftigen und dann auch wieder diesem crunchigen. Und wenn man das natürlich schichtet, ist es halt so wieder so, ist es halt wieder so, wieder so. Och, der Tag, der hat mich halt echt mitgenommen. Dass es halt einweichen kann. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich finde es halt so gerade richtig mega toll. Gutes Deutsch, ich weiß. Aber heute ist wirklich alles wurscht. Und ja, die Aprikosen sind natürlich auch auszutauschen. Und was soll ich mehr sagen? Außer macht's nach. Ihr habt gesehen, geht super einfach, super schnell. Und dann kann ich, wie gesagt, nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!